Deckel zu. Gut, jetzt. Was Franz? Gut. Ah, grüß Gott, Herr Rombach. Grüß Gott. Grüß Gott, Chef. Grüß Gott. Wie viele Nistkästen müssen denn noch umgesetzt werden? 4 Stück. Wir sind leider erst jetzt dazugekommen, Herr Rombach. Aber bis morgen Mittag sind wir fertig. Und das alles wegen des Radwanderwegs. Das passt schon, Herr Rombach. Wiederschauen. Wiederschauen, Chef. Medizinische Geräte drin. Wir machen das nicht zum ersten Mal, gnädige Frau. Aber mit mir zum letzten Mal. Na. Grüß dich, Papa. Grüß euch. Ich habe gerade mit der Hotelkette telefoniert. Sie wollen den Bellinghaushof nächste Woche offiziell übernehmen. Ja, aber doch nicht gleich eröffnen. Nein, nein. Vorher muss noch vergrößert werden mit Wellnessbereich. Das dauert. Oh, die Hektik macht den Kleinen völlig verrückt. Fällt der Abschied noch schwer? Am Anfang dachte ich, es wird weniger, aber... Was ich? Ja, fällt schwer. Peter, kommst du bitte? Und es nimmt kein Ende. Kannst du Katharina bei Hertha abholen? Ja, aber ich muss noch zu meinem Berger. Ich habe wild verbissen seine Laubholzkulturen festgestellt. Wir sehen uns dann im Forsthaus. Die Herrschaft Zeiten, passt drauf. Wir verziehen uns hier, sonst packen wir uns auch noch ein und kamen uns sonst wohin. Hm? Weißt du, der Wuschel ist ein ganz besonders schlauer Hund. So wie Florian? Ja, beinahe so. Manchmal tut er ja, als wäre er gar nicht so schlau. Aber dafür folgt er aufs Wort. Pass auf. Wuschel, sitz. Sitz, Wuschel. Ist das jetzt schlau oder dumm, Onkel Vincent? Ja, wenn ich das wüsste. Bin gleich wieder da. Vincent! Ach, da bist du. Komm, liest du mir mal? Ja, nein, ich kann nicht. Ich muss weg. Ja. Musst du denn jeden Abend in den Ochsen? Nicht jeden Abend, aber heute scharf. Ah ja, und dann verlierst du wieder mal Haus und Hof. Ach komm, ja. Sitzwuschel. Niemand wird dich lieben. Hallo, Papa. Hallo, meine Süße. Grüß dich, Martin. Hertha. Danke, dass du dich um Katharina gekümmert hast. Och, du weißt doch, wie gern ich sowas tue. Wir haben Marmelade zusammen eingekocht, nicht wahr, Katharina? Ja, und ich kenne jetzt Omi Herthas Geheimrezept. Oh, da wird sich aber Susanne freuen, wenn ich ihr das erzähle. Nein, das ist doch geheim. Bringst du sie mir morgen wieder? Ja, du, wenn es dir nicht zu viel wird. Weißt du, bei uns geht's wirklich drunter und drüber bis zur Praxiseröffnung. Nein, bring sie nur. Besonders nachdem ich weiß, dass Katharina ein Geheimnis bewahren kann. Hm? Hier, das ist für die Mama. Und grüß sie sehr schön von mir. Danke. Morgen Wiederschauen. Sehen wir's wieder. Wiederschauen. Herrgott, Sakrament. Herr Rombach. Grüß Sie, Herr Berger. Ah, grüß Sie Gott, junge Dame. Grüß Gott, Herr Berger. Na, haben Sie Ärger mit Ihrem Traktor? Ja, ja. Na ja, vielleicht bringen Sie das Mistding zum Laufen. Ich? Oh nein, ich habe von Motoren wirklich überhaupt keine Ahnung. Ja, was ist denn los, dass Sie bei mir vorbeischauen? Ich habe bei Ihnen am Mühlberg starken Wildverbiss festgestellt. Zerfix. Ja, würden Sie mehr Rehe schießen, dann gäbe es das Problem nicht.
Also erstens gäbe es das Problem auch mit weniger Rehwild. Und zweitens haben Reh, Geiß und Kitz bis Ende August Schonzeit. Naja, ich meine ja nur. Ja, und ich wollte Sie nur auf das Problem hinweisen. Ja, ja, gleich morgen früh kümmere ich mich drum. Ja, am besten behandeln Sie die Pflanzen mit Einzelschutz, nicht? Ich kann Ihnen da gerne ein Mittel... Na, ich habe da mein eigenes Hausmittel. Reine Natur, kein Gift. Das teure Zeug, das brauche ich nicht. Ja, wie Sie meinen, also dann viel Erfolg noch mit dem Traktor. Ja, den kann ich brauchen. Und bevor Sie lange rumfummeln, schauen Sie doch mal nach, ob Sie noch genug Diesel im Tank haben. Gott verdammt mich. Immer noch einen nervösen Magen. Vinzenz und Pater Ignatius haben mich von ihrem Schnaps probieren lassen. Das war wohl keine so gute Idee. Die Biere sind für den Stammtisch. Okay. Einmal Salatplatte. Ja, danke. Hat das mit der Küche in Ihrer neuen Wohnung jetzt endlich geklappt? Ja, aber mit einer ganz schönen Verspätung. Wie, und Sie kommen trotzdem noch zu uns? Ist das jetzt ein Kompliment für unsere Küche oder für unser Personal? Beides. Also ich meine... Ich weiß schon, was Sie meinen. Guten Appetit. Okay. Auf welchen Deckel? Salle. Grötmeier. Schreib's auf meinen. Du bist dran. Herrschaften, bei den Karten fallen euch die Ohren ab. Was ist denn heute eigentlich mit dir los? Du grinst ja nur noch. Den seinen gibt's der Herr im Schlaf. Lass du dem Ignatius seinen Chef hast im Spiel, geht es ist Doping. Was hältst du davon, wenn wir es so richtig spannend machen? Bei deinem Glück heute, ha? Deinen ganzen Gewinn? Gegen meinen Einsatz. Ein Spiel. Alles oder nichts. Und was ist der Einsatz? Gib die Würfel her. So. Katharina schläft. Ach, danke. Ich glaube, das hätte ich heute nicht mehr geschafft. Hertha wird sich morgen wieder um sie kümmern. Ach Mensch, toll. Ich sag dir, ich bin froh, wenn die Praxis fertig ist. Dann kann ich endlich wieder normal arbeiten und mich um Katharina kümmern. Ach ja, kannst du sie morgen noch mal in den Kindergarten bringen? Ich weiß wirklich nicht, wie ich das schaffen soll. Jetzt ist Abend. Der Stress ist vorbei. Katharina ist versorgt. Also bis jetzt haben wir das doch alles ganz gut hingekriegt. Aber auch wirklich das einzig Positive an der ganzen Sache. Wenigstens du lässt dich nicht aus der Ruhe bringen. Los. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Rombach. Grüß Sie. Hallo, Katharina. Schnell rüber. Oh, Kinder, bitte seid nicht so wild mit der Senta. Die bekommt ja Angst. Wo soll's denn heute hingehen? Auf Entdeckungstour, ohne festes Ziel. Ja, wir hängen gerade ein paar Nistkästen für Fledermäuse auf. Wir mussten die umsetzen wegen des Radwegs. Das wäre doch vielleicht für die Kinder ganz interessant. Können wir da einfach so vorbeikommen? Ja, ich habe jetzt noch eine Verabredung, aber so in... 2 Stunden könnten wir uns da treffen. Kennen Sie das? Ja. Schön. Dann kann ich den Kindern auch noch ein bisschen was über Fledermäuse erzählen. Das wäre wirklich ganz toll, Herr Rombach. Vielen Dank. Gerne. Kommt jetzt, sagt Wiedersehen zu Senta. Dann gehen wir los. Senta und ich, wir besuchen euch nachher noch mal im Wald. Das verspreche ich euch. Senta, komm. Gehen wir los. So, alle mitgehen. Okay.
her. Möchtest du mir bitte erklären, was das ist? Das sind Lamas. Ja, das sehe ich. Und fragst du denn dann? Was fragst du? Weil ich wissen will, was zwei Lamas auf unserem Hof zu tun haben. Kathelein, können wir das nicht in aller Ruhe? Nein, das können wir nicht in aller Ruhe. Wo hast du die Tiere her? Ja, es war ein bisschen spät gestern Abend. Ja, und ein bisschen feucht, nach deiner Fahne zu urteilen. Also, wir hören. Also Gerd und Lisbeth. Wie bitte? Das nun schon wieder. Moment. Lass den doch mal ausreden. Seiler hat ihnen die Namen gegeben. Ach so, ja. Das ist typisch. Ihr habt euch doch immer gewünscht, dass unsere Schlossfamilie ein bisschen wächst. Und mit Gerd und Lisbeth, da wächst eben ein bisschen mehr. Soll das heißen, die beiden gehören dir? Vinzenz, bitte sag, dass das nicht wahr ist. Ich hab sie beim Würfeln gewonnen. Herr Bieler. So, steig schon mal ein. Und du steigst auch ein. Na, hat dir denn der Tag im Kindergarten Spaß gemacht? Ja. Dann fahre ich dich jetzt zu Oma Hertha. Weil ich muss mich noch weiter um den Wald kümmern. Du bist ja ganz verschmiert. Hast du irgendwas gegessen? Beeren. Im Wald? Was hatten wir denn ausgemacht? Dass ich immer keine Sachen essen soll. Mhm. Weil es im Wald, spuck mal drauf, weil es im Wald auch giftige Beeren gibt. Hm? Aber die Mama hat mir die Beeren gezeigt und gesagt, die wären nicht böse. Das wären Himbeeren. Mhm. Ja, Himbeeren sind wirklich nicht giftig. Aber trotzdem darf man die nicht einfach so essen. Die muss man vorher waschen. Das hat die Mama dir doch bestimmt auch gesagt. Hm? Aber die waren so lecker. Mhm, ich weiß. Aber das machst du nicht noch einmal. Versprochen? Großes Indianer-Ehrenwort. Großes Indianer-Ehrenwort. Hm. Praxis ist leer. Offizielle Schlüsselübergabe. Wo ist denn der Peter? Ach, der ist mit Manuel unterwegs. Er drückt sich ein bisschen vor dem Umzug. Aber naja, ich kann ihn verstehen. Der Abschied fällt ihm schwerer als mir. Naja, er hat das hier alles von seinem Vater geerbt. Aber wir verpachten es doch nur. Trotzdem. Ach, ich weiß. Ah, hallo. Grüß dich, Markus. Ich war gerade in der Gegend und hab mir gedacht, ich schau mir noch mal an, wie der Bellinghaushof mal ausgesehen hat. Kann ich euch irgendwie helfen? Ach, das ist nett, danke. Ich schaff das Finale schon. Der LKW wird eh von den Möbelpackern beladen. Hallo. Hallo, Markus. Hallo. Also, vielen Dank, dass ich trotz der ganzen Hektik so lange hier wohnen durfte. Ja, ich hoffe, dass der letzte Gast vom Bellinghaushof sich hier wohlgefühlt hat. Sehr wohl. Nimmst du die bitte? Und viel Glück in Regensburg. Wir sehen uns ja sicher noch, bevor ich abreise. Du gehst? Wieso nicht? Spricht was dagegen? In 1-2 Wochen. So lange kann ich bei der Kagerwirtin unterkriechen. Mhm. Ja, also, Wiedersehen. Nein, Wiederschauen. Kann ich ja schon richtig gut. Perfekt. Eine Frage, Markus. Ja? Warum stehst du hier noch rum? Wie meinst du das? Da verlässt gerade eine wunderbare Frau den Bellinghaushof. Ja, und dir fallen gerade die Augen aus dem Kopf. Aber du kommst nicht auf die Idee, sie vielleicht nach Küblach zu fahren. Ach, meint ich sollte... Mhm. Ja. Thank you.
Hallo. Hallo. Naja, jetzt ist zwar gerade keine rote Ampel hier, aber hast du nicht trotzdem Lust, bei mir einzusteigen? Gerne. Worauf wartest du? Naja, dass es grün wird vielleicht. Hm? Grüß dich, Herr. Grüß dich. Die Katharina hat heute einen wahnsinnig aufregenden Tag im Wald. Ja, erzähl. Ich habe gelernt, dass Fledermäuse mit den Ohren sehen. Was? Da braucht die ja nie eine Brille. Ich musste mir alles ganz genau erzählen. Vielleicht vergesse ich darüber den Ärger, der hier im Schloss ist. Mit Victor und Beate? Ah, ah. Vinzenz, du, was glaubst du, was heute Morgen hier im Hof stand? Lamas. Zwei ausgewachsene Lamas. Die vom Seiler? Ja, ich nehme an, er hat sie gestern Abend im Ochsen beim Würfeln gewonnen. Da hat er sich ganz schön übers Ohr hauen lassen. Der Seiler versucht, die Tiere schon seit langem loszuwerden. Er hat mich sogar schon gefragt, ob ich nicht vielleicht eine Lösung wüsste. Ja, und? Auf die Idee, die Tiere beim Würfeln zu verlieren, wäre ich nicht gekommen. Wo sind die Lamas denn jetzt? Weiß ich doch nicht. Interessiert mich auch gar nicht. Ich habe ihm gesagt, es ist mir ganz egal, was du mit den Tieren machst und wo du sie unterbringst. Jedenfalls, hier bleiben sie nicht. Das kommt nicht in Frage, Vincent. Aber du sagst doch immer, vor Gott sind alle Geschöpfe gleich. Wenn der Abt Lamas im Klostergarten findet, dann bin ich schneller in Afrika oder am Nordpol, als diese zwei da spucken können. Sei vorsichtig, sonst machen die Ärzte spucken wirklich. Was willst du denn mit diesen Lamas anfangen, Vinzenz? Ich weiß doch nicht. Überall werde ich weggeschickt. Ich kann schon gar nicht mehr nachdenken. Und was sagt der Rombach dazu? Er weiß vorerst nichts davon. Aber die Sache stehe ich alleine durch. Vinzenz! Kommt, ihr zwei. Ignatius, ich beschwöre dich. Nur eine Nacht. Der Abt ist doch nicht da. Ja. Ich komme auch am Sonntag in die Kirche. Vielleicht. Nicht nur an diesem Sonntag. Das ist Erpressung, Ignacio. Das ist Erpressung. Ja, und was ist das da? Ich habe gestern beim Herrn Berger starken Wildverbiss festgestellt. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir unsere Kulturen auch mal kontrollieren. Ja, ist gut. Ich sag gleich dem Binder, dem Koller Bescheid. Die sind eh gerade unterwegs und kontrollieren die Erholungseinrichtungen. Sehr schön, ja. Rombach? Ja, Hertha, was gibt's denn? Ich komm sofort zu dir. Ja. Was ist denn? Katharina hat plötzlich starke Bauchschmerzen und fast 40 Fieber. Ich muss zu ihr. Hoffentlich ist nichts Schlimmes. Mit ihr gleich im Krankenhaus waren. Ich bin so froh, dass es nichts Ernstes ist. Mir fallen ja schon die Augen zu. So, jetzt wirst du ganz tief und ganz fest und lange schlafen. Spielschulden sind Ehrenschulden und ich habe meine Schulden gezahlt. Die Lamas gehören jetzt dir. Wieso? Musst du die Gelegenheit haben, meinen Einsatz wieder zu verlieren? Das ist nur fair. Nein. Man kriegt nur die Chance, dass man es in den Verlust zurückgewinnt, aber doch nicht sein Gewinn. Seiler, du hast mich reingelegt. Was soll ich jetzt mit den Viechern anfangen? Fleischgewinnung? Doch nicht dein Ernst. Hast du bessere Idee? Warum hast du es dann nicht gemacht? Weil ich gemerkt habe, dass ich Lamas nichts antun kann. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann es einfach nicht. So, für den schönen Mann. Dankeschön. Was kann ich dir bringen? Ich hätte dann gerne ein Bier und
Minute deiner Zeit. Auch zwei. Was ist? Ja, Sekunde. Ich habe nicht ganz verstanden, was du damit gemeint hast, dass wir von zwei verschiedenen Dingen sprechen. Das ist ein Thema für zwei Stunden, nicht für zwei Minuten. Bitte. Ich rede von Liebe. Das habe ich mit zwei verschiedenen Welten gemeint. Für mich gibt es nur ganz oder gar nicht. Und für dich, wenn, aber, vielleicht und falls. Schade. Sie schläft ganz ruhig. Ja, ich habe ja vorhin noch mal einen Tee gemacht, einen Schlaftee, der auch den Magen beruhigt. Morgen ist der ganze Spuk bestimmt vorbei. Und es geht dir wieder richtig gut. Ja gut, aber das hätte nicht passieren dürfen. Du, man kann Kinder nicht 24 Stunden unter Kontrolle haben. Wir müssen herausfinden, was da passiert ist und dann dafür sorgen, dass sowas nicht nochmal geschieht. Mehr können auch die besten Eltern der Welt nicht tun. Ich dachte immer, wir wären das. Das glauben wahrscheinlich alle Eltern von sich. Es gibt aber auch was Erfreuliches zu erzählen. Ja, was denn? Ich glaube, Markus hat eine neue Flamme. Wirklich? Hoffentlich ist das jetzt endlich mal die richtige. Ich würde es ihm so wünschen. Was ist denn das? Das sind Lamas. Sie wollen die Lamas ganz einfach loswerden, Herr Bieler. Das ist alles. Kommen Sie denn darauf? Der Herr Rombach. Ja, bitte. Grüß Gott, Frau Dr. Richter. Grüß Gott, Herr Richter. Grüß dich, Vinzenz. Ich muss gleich wieder weg. Was gibt's? Irgendwelche Probleme? Nein. Kann ich dir helfen? Ne? Nein, Martin, danke. Alles in bester Ordnung. Sie wissen von den Lamas? Ja. Schon seit gestern. Aber wenn er nicht will, er lässt sich nicht helfen. Sie kennen ihn ja. Bitte setzen Sie sich da. Danke. Was kann ich denn für Sie tun? Es gibt Probleme im Waldkindergarten. Einige Kinder sind erkrankt. Katharina hat es auch erwischt. Sie hat auch von den Bären gegessen. Und? Geht es ihr schon besser? Ja. Sie hat schon wieder nach ihren Mahlsachen gefragt. Gott sei Dank. Aber wir dürfen das Ganze nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich meine, einige Eltern sind sehr nervös. Und sie wollen, dass Frau Mertens entlassen wird. Ja. Ich weiß. Haben Sie denn schon eine Vermutung, was die Ursache sein könnte? Nein, noch nicht. Aber sobald ich etwas weiß, sage ich Ihnen Bescheid. Und vielleicht können Sie inzwischen die Eltern beruhigen. Frau Mertens ist eine sehr verantwortungsbewusste und großartige Kindergärtnerin. Die Kinder lieben sie. Es wäre nicht sehr fair, sie jetzt fallen zu lassen. Ja, das sehe ich genauso. Sie können mit meiner Unterstützung rechnen, Herr Rombach. Danke. Auf Wiedersehen. Ja, was die Lamas betrifft, der Vinzenz braucht manchmal seine Zeit, aber irgendwann kommt doch er zur Vernunft. Und dann werden wir schon gemeinsam eine Lösung finden. Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Vinzenz! Der Herr hat seine Augen überall! Nur noch eine Nacht, Ignatius. Nein! Na, heute ist doch die Neueröffnung von Susannas Praxis. Nein! Also nicht? Nein! Komm, meine Viecher, komm. Geh mal. Ich sehe dich am Sonntag in der Kirche.
Na, Schorschi, kommst mit, ne? Ja, grüß Gott, Herr Rombach. Grüß Gott, Herr Berger. Ja, komm her, Schorschi. Herrgott, sag Herr Mitt, er hört einfach nicht. Der ist viel mit dem Wuschel zusammen. Das verdirbt ihn. Ja, lassen Sie es nur den Vinzenz nicht hören. Übrigens, Sie hatten recht, es war der leere Tank. Ja, das freut mich. Herr Berger, wann haben Sie denn Ihre Bäume gegen Verbiss behandelt? Na, gleich gestern, in aller Herrgottsfrüh. Warum? Ja, haben Sie da großflächig gesprüht? Na ja. Wieso denn? Ja, ein paar Kinder haben von den Himbeeren, die da sind, gegessen und sich wohl daran vergiftet. Unter anderem auch meine Tochter. Vielleicht tut es mir leid, Herr Rombach, aber ich kann da nichts dafür, wirklich nicht. Was ich gesprüht habe, ist ein altes Hausmittel. Das hat mein Vater schon benutzt. Zeigen Sie mir bitte mal, was Sie da gemischt haben. Ja, sicher. Kommen Sie mit. Tja, also Kalk, Blut vom Schlachter, ein bisschen Essig. Das ist schon alles. Ja, und womit haben Sie die Sachen verdünnt? Na ja, mit der Gülle da. Das düngt dann gleich ein bisschen mit. Ja, dann brauche ich die Himbeeren ja nicht mehr ins Labor zu geben. Sehen Sie, das hat alles nichts mit mir zu tun. Das war die Gülle, Herr Berger. Oh Gott, das tut mir leid, Herr Rombach. Also ich wollte nicht, dass Ihrer Tochter oder den anderen Kindern was passiert. Das müssen Sie mir glauben. Das nächste Mal nehmen Sie bitte ein zugelassenes Schutzmittel. Das da zum Beispiel. Wiederschauen. Wiederschauen. Hallo Susanne. Schön geworden bei dir. Gefällt's dir? Mhm. Wie geht's denn Katharina? Sehr viel besser, Gott sei Dank. Komm. Setz dich doch. Kann ich irgendwas für dich tun? Oh, ich weiß nicht. Ich fühle mich in letzter Zeit so schlapp, müde, ausgelaugt. Jetzt habe ich auch noch diesen Ausschlag. Schau mal. Keine Ahnung, wo das herkommt. Seit wann hast du den? Seit 3 oder 4 Tagen. Mhm. Und? Wie läuft's zu Hause? Danke, gut. Der Reiterhof wird immer besser angenommen. Nein, ich meine sonst so. Warum? Hast du manchmal das Gefühl, für Martin nicht mehr attraktiv genug zu sein? Nö. Obwohl bei dem ganzen Schönheitswahn und Perfektionismus, der einem da aus den Zeitschriften entgegenspringt, verzweifelt er nicht mal an sich. Und andere Frauen? Martin? Och, ich glaube nicht, dass ihm im Wald so viele schöne Frauen begegnen, dass ich mir Sorgen machen müsste. Und selbst wenn? Nö, ich mach mir keine. Also ich schon. Meine wegen Viktor. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass er sich völlig von mir entfremdet. Er ist so merkwürdig. Es sind zwar nur Kleinigkeiten, aber irgendwie. Na, das reicht doch. Ich meine, das reicht, um so einen Ausschlag zu bekommen. Und sich müde zu fühlen und schlecht. Meinst du? Ja. Du pass mal auf, wenn du dir wirklich Sorgen machst, dann rede mit Viktor. Es gibt nichts Schlimmeres für Körper und Seele, als nicht ganz genau zu wissen, was los ist. Ja, grüß Gott. Ist dort die Metzgerei Berneisenbrunner? Ich habe eine Frage. Ich habe 2 Lamas. Können Sie die verwerten? Ich dachte halt, Fleisch ist Fleisch. Wo soll ich denn mit denen hin? Zum Schlachthof. Haben Sie die Nummer? 12-87-63. Vielen Dank. Sie wollen doch nicht schon wieder zu mir. Das ist ja eine richtig innigliche Beziehung zwischen Ihnen dreien. Ja, ich weiß. Wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Was geschieht jetzt eigentlich mit den Lamas? Fragen Sie mich nicht, Frau Doktor, fragen Sie mich bloß nicht. Du wirst ja nicht geschlachtet, sei ganz ruhig.
Ja, ja. Und da kehrte die kleine Landmaus glücklich zu ihren Eltern zurück, weil ihr Mut und ihre List dem bösen Kater so einen Schrecken eingejagt hat, dass er ihn nie wieder vor ihrem Zuhause auflauern wird. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Richtig. Grüß dich. Unser Zaubermaus geht's ja schon wieder richtig gut. Wie geht's dir? Ja. Ein bisschen nervös wegen heute Abend, aber sonst. Ich habe die Ursache für Katharinas Krankheit gefunden. Der Herr Berger, der hat gegen Wildverbiss sein Hausmittel gesprüht. Und dabei nicht an die Waldbären gedacht. Und was hat er da alles reingemischt in sein Hausmittel? Und anderem auch Gülle. Ah ja, alles klar. Muss ich davon sterben? Davon stirbt man doch nicht. Das ist nur für dein Bäuchlein nicht so gut. Ja, und jetzt, wo ich weiß, was da alles drin war, da kann ich dir natürlich einen viel besseren Tee machen. Schmeckt der wieder so bitter wie der letzte? Nein, natürlich nicht. Großes Indianer-Ehrenwort? Ganz großes Indianer-Ehrenwort. Vincent, gehst du mit deinen neuen Freunden Gassi? Ich kann's nicht, Martin. Ich bring's nicht übers Herz. Ja, was denn? Die Tiere zum Metzger zu bringen. Ja, schau sie dir doch an. Ich könnte ja mein Leben lang keinem Lama mehr ins Auge schauen. Ja, und warum führst du die Tiere denn zu mir? Du musst mir helfen. Ach, auf einmal? Ich habe ja alles versucht, ich werde sie einfach nicht los. Warum hast du dir denn die Tiere erst andrehen lassen? Überlass die Standpauke bitte Hertha und hilf mir lieber. Von der kriege ich noch genug zu hören. Na ja, gut, einverstanden. Das heißt, sie können vorerst bei dir bleiben? Nein. Ich habe ja hier Senta und dann den jungen Uhu, den Florian gefunden hat. Also dann noch zwei Lamas, du, das wäre wirklich zu viel. Aber der Herr Seiler nimmt sie zurück. Naja, also nicht direkt zurück. Ich habe mit ihm gesprochen. Sie können bei ihm bleiben, bis sie vom Münchner Zoo abgeholt werden. Und wie lange weißt du das schon? Ach du, ich habe das gestern zusammen mit Hertha organisiert. Das sagst du mir erst jetzt. Weißt du, wie viel Sonntage in der Kirche mich letzte Nacht gekostet hat? Ach, Hertha dachte, ein paar Sonntage in der Kirche statt dem Ochsen, die könnten dir ganz gut tun. Und der Ignatius hat mitgemacht. Und ich, Trottel, bin euch auf den Leim gegangen. Ah, Vinzenz, Strafe muss manchmal sein. Das haben sogar schon Florian und Katharina gelernt. Anna? Ich habe nicht viel Zeit, Markus. Ich muss zum Arzt. Oh, was Ernstes? Nein. Nein, reine Routine. Was willst du? Naja, es ist so, dass Susanne heute Abend ihre neue Praxis einweiht. Und ich wollte dich fragen, ob du mitkommst. Du gibst nicht auf, oder? Nein. Okay, hol mich um 7 ab. Mit Sibylle kriege ich das geregelt. Aber jetzt muss ich los. Anna? Danke. Wofür? Dass du auch nicht aufgibst. Das hatte ich nie vor. Das geht ja recht flott. Und es ist wirksamer. Wegen dem, was da passiert ist. Meinst du, da kommt doch was auf mich zu? Auch das denke ich nicht. Den Kindern geht's ja soweit wieder ganz gut und wenn überhaupt, trifft sie nur indirekt deine Schuld. Gott sei Dank. Aber sie könnten der Kindergärtnerin, der Frau Mertens, behilflich sein. Tja, wie denn? Einige Eltern glauben, dass sie Schuld hat. Erklären Sie denen doch einfach die Situation. Meinst du, die hören mir überhaupt zu? Herr Berger, ich habe doch seinerzeit den Waldkindergarten befürwortet. Jetzt könnten einige glauben, dass ich deswegen diese ganze Sache herunterspiele. Bei Ihnen wäre das nicht der Fall. Wenn ich den Mist, den ich gebaut habe, wieder gut machen kann, jederzeit. Danke. Wiederschauen. Ich habe zu danken. Ach, danke dir.
Toll, oder? Entschuldigung, bitte, guten Abend. Ich bin ein bisschen spät. Das macht überhaupt nichts. Du kommst genau richtig. Oh, danke. Ja, von wem sind denn die ganzen Blumen? Ach, die sind von Frau Dr. Richter und Herrn Leonard und von dem Gesangsverein und von der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist ja halb Kübler. Ja. Und der ist von Rika und Falco. Die können leider nicht kommen. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du den Mut hast, nochmal von vorne anzufangen. Danke. Also. Zuerst einmal danke. Euch allen. Denn ohne euch hätte ich diesen Kraftakt wohl nicht geschafft. Als klar war, dass es mit der Praxis im Bellinghaushof zu Ende geht, da habe ich wirklich gedacht, man würde mir den Boden unter den Füßen wegziehen. Nein, er wurde mir weggezogen und ich bin auch gefallen. Und ihr habt mich aufgefangen. Aber vor allem du, Martin. Und dafür liebe ich dich noch ein bisschen mehr, wenn das überhaupt möglich ist. Ich möchte jetzt mit euch anstoßen auf meine neue Praxis und auf eine schöne, hoffentlich gesunde Zukunft für uns alle. Prost. Prost auf dich. Das Buffet ist eröffnet. Ah, sehr gut. Ich hab kommst du mit? Bring mir was mit, Herr. Das hast du sehr schön gesagt. Wir geben uns beide Kraft. Und es ist etwas ganz Besonderes. Was hat denn der Peter? Abschiedsschmerz. Peter. Wie lange wirst du ihn noch hier behalten? Ach du, so ein paar Wochen. Bis er soweit ist, auf sich selber aufzupassen. Er kehrt nach Hause zurück. Der muss sich erst genau wie du und Melanie ein neues Zuhause schaffen, ganz egal, wohin er fliegt. Dann hoffe ich, dass er nicht so ein großer Feigling ist wie ich. Wie kommst du denn darauf, dass du ein Feigling bist? Ja, weil ich mir vor Angst fast in die Hosen mache. Als wir den Bellinghaushof eröffnet haben, war ich auch nervös. Aber das war etwas anderes. Der Bellinghaushof war meine Heimat. Ihr wart in der Nähe. Das ist jetzt alles anders. Schau mal, als ich damals nach Kübach kam, nach dem Tod meiner ersten Frau, da war das für mich auch eine ganz neue Herausforderung. Ich wusste ja nicht, ob das für uns alle richtig ist. Mein Wunsch, Förster zu sein, endlich den erlernten Beruf auszuüben, nicht zu egoistisch war. Keiner konnte mir bei meiner Entscheidung helfen. Aber ich habe die Herausforderung angenommen, ohne Wenn und Aber. Du meinst Augen zu und durch? Das ist die Kurzfassung, ja. Aber meine Entscheidung war richtig. Und eure ist es sicher auch. So, jetzt gehen wir zu den anderen. Ich bleib noch einen Augenblick da. Anna, ich wollte dich bitten, dass du alles vergisst. Markus. Vergiss einfach, was ich gesagt habe und ich versuch's auch zu vergessen. Lässt du mich auch mal? Weißt du, in der Vergangenheit, da... Ich bin schwanger, Markus. Was? Du bist was? Der Arzttermin. Ich war bei einer Frauenärztin. Wir bekommen ein Kind. Was ist? Du wolltest mir doch gerade etwas sagen. Vielleicht, dass du mich liebst?
Ich tue es jedenfalls. Dich lieben. Und warum? Weil du von mir schwanger bist? Was soll das, Markus? Hey, du tauchst hier einfach auf, so aus dem Nichts. Wir schlafen gerade einmal miteinander und du erzählst mir hier was von großer Liebe? Und plötzlich bist du auch noch schwanger von mir. Da wird doch die ein oder andere Frage erlaubt sein, hä? Vielleicht ist das Kind ja gar nicht von mir. Nein, ist es nicht. Was ist denn hier los, Markus? Martin! Anna hat mir gerade erzählt, dass sie schwanger ist. Von mir, behauptet sie jedenfalls. Ja, was hast du ihr gesagt? Ich habe ihr gesagt, dass ich mich nur wundere, wie das alles zusammenpasst. Sie taucht auf, lernt einen erfolgreichen Unternehmer kennen und so hoppla die hopp ist sie auf einmal schwanger. Das ist doch wahr, oder? Sag mal, ist dir eigentlich klar, was du da eben gesagt hast? Mir ist nur klar, was ich damals in Ahrenshoop gesehen habe. Mike und Lisa zusammen. Da habe ich mir geschworen, ich lasse mich nie wieder von irgendeiner Frau verarschen. Und ich habe mir geschworen, meinen Kindern nie eine Ohrfeige zu geben. Und deshalb tue ich das auch jetzt nicht.